ist vor allem als Taxi berühmt. Aber auch immer ein bisschen Traumauto oder Lifestyle-Laster im Kombigewand. Die E-Klasse. Und es steht wieder eine neue Generation an. Sie wird sich in Zukunft deutlich stärker an der S-Klasse orientieren. Ein bisschen mehr Radstand, fast 3 Meter, und eine etwas breitere Spur sollen den Fahrkomfort noch einmal steigern. Dazu kommt zukünftig auch in der E-Klasse die Hinterachslenkung. Während das Blech etwas geduldiger ist, rast die Entwicklung bei Bits and Bytes. Bessere Sprachsteuerung, künstliche Intelligenz, Augmented Reality und die Assistenzsysteme werden die nächste Stufe erklimmen. Dazu kommt der neue hochkant eingebaute Bildschirm und optional auch ein Display für den Beifahrer. Unter der Haube wird es elektrisch. Als Plug-in-Hybrid soll die E-Klasse über 100 km elektrische Reichweite haben. Und schnelles Gleichstromladen gilt auch als sicher. Vor allem aber soll die störende Stufe im Kofferraum verschwinden. Mercedes bringt aber auch weiter Benziner und Diesel. Alle mit 48 Volt Unterstützung und zwischen 260 und 430 PS Leistung. AMG-Fans müssen jetzt stark sein, denn auch für die E-Klasse streicht Mercedes den beliebten V8. Für offizielle Preise ist es natürlich noch zu früh, doch Autobild geht davon aus, dass die neue Mercedes E-Klasse ab etwa 55.000 Euro zu haben sein wird. Anfang 2023 soll sie auf den Markt kommen.